drauf. Na egal. So, einmal kurz eingekauft. Wie geht's gerade hier eigentlich? Ach, der ist ja den Schnitt von den Höhlenkäfer hat anscheinend immer noch niemand behandelt. Ich frage mich, ob ich diesen Höhlenkäfer eventuell einfach löschen könnte. Also, müsste ja eigentlich möglich sein, oder? Ich meine, das ist ja nur ein Käfer, der brennt. Ach, herrje! Die liegen alle auf einer Stelle, die ganzen Viecher? Weil ich schicke einfach mal Burnout vor. Der hat ja immer die Power-Rüstung an. Mit der sollte es ja eigentlich möglich sein, nicht direkt bei 100 Grad umzukippen, oder? So. Störung, Multigrade, Töd. Na gut, das ist nicht so schlimm, davon haben wir noch ein paar. So, gut. 87, 86 Grad, ja, ja. So. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich hier ein Stück Plastikwand reinziehen, als Ersatz für die letzte Wand hier. Also, das hier war keine Lüftung. Die Lüftungsdinger waren da. 67 Grad da drinne. Ist halt nicht ein bisschen heiß? Na, die Temperatur sinkt ja langsam. So, dann können wir auf jeden Fall den Raum hier wieder freigeben. Dann weg, wo das zweite Bett, was ich jetzt hier, weg die anderen Betten, die ich hier drin baue, auch alle aus Stein bauen. Weil das scheint mir recht sinnvoll zu sein, Betten aus Stein zu errichten. Ja, die Lampe hat überlebt. Okay, jetzt sind sie es geschafft. Die meisten meiner Stromkabel übrigens auch, so wie es aussieht. Also ein paar natürlich nicht, aber die halt, die in den Wänden drin waren. Was kostet so eine Plastertür? 75 Plaster? Easy, machen wir. Die Holze da hinten ist auch nicht abgefackelt? Also so ganz verstehen muss ich das nicht, nach welchem System das manchmal abbrennt, manchmal nicht, oder? So, aber Schoker muss ich natürlich auch neu verlegen. Ah, zumindest die eine Brandbombe, die gezündet ist, hat das getan, was sie soll. Die ganze Bande ist einfach abgebrannt. Ich sollte daran denken, in Zukunft nur noch Steinskulpturen aufzustellen. Das scheint mir irgendwie besser zu sein. Oh, ach, siehst du, Steinskulptur hat auch das große Feuer überlebt. Aber es hat ja nicht direkt gebrannt, das ist ja... Das ist ja... Guck mal, die haben hier auch zigtausend Pack. Die haben 5 Stück haben die bei. Genau so hatte ich das auch vorgestellt. 5 Pack-Mammuts. Das ist genau die richtige Anzahl. Die man braucht für so eine Operation. Gut. Da hatte ich mir überlegt, ob ich meine nächste Basis vielleicht mal wieder so eine Höhlengeschichte mache. Weil das Problem ist ja halt, normalerweise, wenn man so einen Berg baut, dass genau das hier passiert ist. Irgendwie diese besinnerten Höhlenkäfer kommen, wo man den Boden verstärkt hat und alles. Weil da ist jetzt zum Beispiel auch einer gespawnt. Aber die Überlegung war dann halt, wenn ich eventuell das mit diesem Brandfallen das mache und das irgendwie ordentlich staffel und vielleicht irgendwie Gänge redundant mache, dass man das, so dass man bestimmte, wie bei so einem Schiff quasi, dass man halt Schotten hat und dass man das umlaufen kann. Das ganze Gerät. Dass ich denn vielleicht irgendwie das Problem beseitigen kann. Einziges Problem ist halt, du kannst halt auch keine. Mit Wärmetransport gibt es. Warte, wie das Nest lebt noch? Warte mal, Wartung ist fällig? Was? Wartung ist fällig? Eine Kolonie riesige. Achso, na gut. Dann müsste ich eventuell doch mal kurz. Mein alter Ego fragen, dieses komische Nest hat zu zerstören. Hier, Nahkampf? Nö. Feuer! Das ist ja so aufhört, so eine Kolonie produziert natürlich auch Insektengelee. Man könnte das Zeug also quasi. Man könnte also quasi, wenn man so ein Ding hat, so eine Kolonie, man könnte die quasi mit Geschützturm umringen und dann... So, haben wir ein Stück Plasterwand. Das dürften die Insekten eigentlich auf keinen Fall durchdringen, das ist... Das hat nicht mal so viel mehr Stärke wie eine normale Dingsbums. Seien die auch eigentlich sehr traurig. Ein Reh wurde zahm. Tja, den guten Warbus hat ja leider entschärft. Siehst du, achso, ich auf der warum wird nicht in einer anderen Siedlung eine? Hast du einen sitzbar? Ja. Die ist zum Glück eine sehr einfach zu beantwortende Frage. Ich mag es, wenn mir Leute einfache Fragen stellen, wie
nicht so Fragen wie, warum sollten wir sie einstellen und wo in unserer Firma sehen sie sich in 5 Jahren? Ich glaube, fragt das überhaupt jemand? Das sind schwierige Fragen, die ich nicht beantworten könnte. Hans Karawan zieht weiter, yo. Achso, hier, auf jeden Fall das Zeug mal einsammeln. Warum kommt man, warum denken immer alle Leute sofort, dass ich einen Sitzball habe eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf kommen. Warum ist das hier, der große? Genau, das ist der große. Na gut. Ich dachte, das ist zwischendurch, ich habe so eine andere Karawane. Und schön all durch den Raum des Todes. So, und das Ding, der Posten, der Außenposten hier hinten ist jetzt sicher besetzt, ja? Ich würde mich irgendwie sicherer fühlen, wenn... Ja, der gute Varus ist ja hier gestorben, weil das Tier zurückgeschlagen hat und ich nichts hatte, was sich dagegen wehrt. Und er hat einen Plastersperrball? Okay. Der Kälteinbruch ist vorbei. Yay. Im zweiten des Winters. Zusammenbruch Trauer. Ziegengott, Novelist läuft heute. Was? Ursache? Tischgegessen, Kolonist gestorben. Fühle mich nicht gut. Schutzweste eines Toten. Sehr hässliche Umgebung. Warum denn eigentlich Schutzweste eines Toten? Warum hat er die denn bei? Das verstehe ich nicht. Warum ziehen die immer die Schutzweste von den toten Leuten an und danach rumzuwerken? Oh, die Schutzweste eines Toten. Nein. Was ist eigentlich mit den der Riesenspinne, den Höhlen hier? Was ist. Was passiert eigentlich, wenn man die schlachtet? Was kommt dabei rum? Ich meine, wir schlachten hier gerade Biber, aber. Höhlenspinne? Hm. Naja. Wie mir sei, der ganze Vorfall. Er wäre zwar besser gewesen, wenn es Zach gewesen wäre. Da hätte man vielleicht ein bisschen besser überlebt. Das Ding ist halt natürlich, wenn ich eine Bergkolonie machen möchte, dann muss ich natürlich absolut willens sein, auch tatsächlich Leute zu verlieren, falls was passiert. Weil irgendjemand ist leider immer in den Quarantänebereichen und stirbt dann leider. Ist dann leider so. Da kann man dann wohl nichts machen. Ha. Da oben ist wie ein Känguru. Tja, das liegt an der Känguru-Riechigkeit, die mir innewohnt. Wie das ist, die Räume sind hier immer noch nicht so ganz, Was wären wir mit 10 Blumen zusammen? Rock mit Ziegengut? Ehefrau. Ne, Drakia. Bindung Christina. Ach, das ist der Hund, der irgendwann mal gestorben ist. Vor Jahrhunderten. Tausend Stahl. Ha. Ach, hier da hinten sind 99%, 96%, die wachsen, also in Ihnen aber auch. Wachstumsrate 0%. Hm. Ach so, das sind die Sandsack-Barrikaden, die da nochmal lagen. Würde mich gerade wundern, ob das die Dingens waren. Die Shells, die das Ding verschießt, aber wahrscheinlich eher nicht. Verrücktes Tier. Er redet auf aufgrund des Hungers, achso. Warum hat das viel Hunger? Achso, weil es Winter ist. Tja, ja, wenn das Nahrungslager zu ist. Ja, die Tiere werden jetzt alle sterben im Winter. Was sollen sie machen? Die können ja nicht weiterziehen. Mal hier Sicherheit. Ich müsste ja eigentlich mal. Brauche ich hier sowas wie Stacheldraht, um einfach zu verhindern, dass die Leute näher rankommen an meinen Geschützturm? Ich habe tatsächlich sowas wie Stacheldraht. Ich habe hier. Ich kann einen Graben ausheben. Da bin ich ja mal gespannt, wie der Graben ist. Also letztes Mal, wo ich den ausheben wollte, war das übel die Arbeit und habe es dann doch nicht gemacht, deswegen, weil es ewig lang gedauert hätte. Zweite Schicht rum. Das ist ja nämlich gerade, wie ich damals versucht habe, in Minecraft meine erste Sphäre zu bauen. Weil Minecraft ist ja generell ein bisschen schwierig, irgendwelche runden Sachen zu bauen.
weiß noch, wie ich damals versucht habe, mit so einer Anleitung Schicht für Schicht das Ding irgendwie gebaut habe. Sah dann im Nachhinein aber gar nicht schlecht aus. Weil hier so, auch so kreisförmig mit diesen. So, das, passt das jetzt so? Ich glaube, das Feld hier ist zu viel. So. Gut. Oh, folgtes Tier. Menschenjagdrudel. Ja, viel Spaß, Menschenjagdrudel. Da kannst du, lange nach deinen Menschen suchen. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Folgtes Tier. Achso, der Hirsch. Macht denn der Hirsch da? Ist wirklich nur genau ein Hirsch, der menschenjagend ist? Na, der wird da nicht viel Glück haben an seiner ganzen Geschichte. Vor allem nicht viel Spaß. Hä? Dass hier irgendwann keinen Bock mehr hat? Weil da hinten steht halt einfach kein Geschützturm. Da steht auch nur ein relativ zu vernachlässigender Teil meiner Energieversorgung. Siehst du, da ist auch eine Redundanzleitung. Hoch, so viel Redundanz. Ziegengott hat sich wieder gefangen. Nice. Irgendwann hat er sich in irgendwelchen Räumen aufgehalten. Siehst du, ich hätte auch einfach die Gefängniszellen benutzen können als temporärer Schlafraum. Ich hab doch hier eigentlich noch Zimmer ohne Ende. Es gibt hier keine Heizung und so Zeug, aber das lässt sich ja einrichten. Müsst ihr nur Strom anschalten. Liegen hier überhaupt Leitung? Da habe ich den Scheiß nur gebaut. Doch, hier liegen Leitung. Wenn ich hier einfach Strom anmache, denn danach läuft hier wieder alles. Ne? Achso, Fernanda, die kann eigentlich wieder zurück in ihr Zimmer, oder? Kann sie nicht. Frag mich, ob dir das wilde Tier hier irgendwie mal jemanden nochmal. Ja, der Hirsch rennt immer vor und zurück. Ach, siehst du, jetzt hab ich wieder vergessen. Ich wollte doch irgendjemanden zum für die Tierpflege abstellen. Kein Stefters? Nee. Rock? Nee. Mal im Epos? Auch nicht. Warte, der Epos hat aber noch am wenigsten zu tun. Ich kann sie ja wissen, mal so ein bisschen um Tierpflege kommen. Ich muss aber auch. Was ist ihr Eisbären? Quatsch, die Dinge jetzt hierbei. Die machen los. Den Auftrag sollte ich auf jeden Fall runternehmen. Mit dem Zähmen. Sonst geht das Ganze alles schief. Ich meine, geht's ihm so wie den armen Barbus. Den hat's ja auch leicht entschärft. Hier, Sandsackbarrikaden bauen sind aber schnell bei. Das ist kein Problem. Fernanda? Was hat sie denn? Ach so, sie hat sich da vor dem. Das ist ein Hirsch, oder? Die gute Frau hat ein Sturmgewehr bei. Und sie angeblich auch schießen können. Jedoch. Prellung, Bruch. Oh Mann. Irgendwer jagt mal das Vieh da zu Tode. Ist ja schlimm. Mann. Sei einmal kurz deine Leute alleine. Ich bin mal gespannt, wie mich das Spiel als nächstes überrascht, mit welchen unerwünschten Angriffswinkel. Wahrscheinlich hier von der Seite und dann durch meine doppelten Wände durch. Störung Windturbine. Das ist jetzt nicht so kritisch, glaube ich. Problem ist, dass diese ganzen Störungen Stück für Stück natürlich meinen Vorrat an Bauteilen verringern. Ich könnte eigentlich mal wieder einen Kunsthändler anfordern, oder? Ich meine, wie viel Geld könnt ihr dabei haben? Ja, Alia kompakt. Ich bräuchte mal wieder einen Exotenhändler. Wenn er bionische Beine hätte, wird. Forderung eines Händlers? Warte noch 2 Stunden? Nein! Man kann das nicht spammen, das Händler anfordern? Das ist ein Elend. Oder arbeiten die einfach nur zur Mittagszeit nicht, deswegen kann man das nicht machen. So ein Elend aber auch. Sind 2 Stunden jetzt um? Nee. 14 Uhr jetzt.
Schaut uns hier aus, Alter. Oh, der große Graben, da arbeiten ja alle mit. Hat Fernanda nicht immer noch einen Bruch? Ja. Wenn du, weiß nicht, mit so einem Bruch im Oberarmknochen, du weißt nicht, ob das die beste Idee ist. Was haben wir hier noch? Kartoffeln? Hm. Ist das überhaupt lohnt, die einzusammeln? Das wäre, glaube ich, Kartoffeln, aber dort ich selber ihn noch habe. So 1300 habe ich noch. Das ist schon eine stolze Menge. So, eigentlich müsste doch so ein Graben eigentlich auch helfen. Gegen Feuer. Warum habe ich den eigentlich nicht früher ausgehoben? Ein Stück Graben, dann haben wir das. Die fällt mir eigentlich sehr gut, der Wassergraben, die Burg da. Das ist ein guter Geschützturm. Hätte auch richtig viel Reife, das Ding. Aber ich frage mich bloß, ob ein so ein Geschützturm ausreicht, um von einem von. Wahrscheinlich wieder in einer anderen Kolonie, oder? Ne, ist tatsächlich hier. Was ist denn das hier? Syngarn? Was liegen hier 37 Syngarn? Was soll ich da machen? Kann ich ja gar nichts mit anfangen. 37 Syngarn. Tschüss. Oh, die Abfallzone ist komplett leer. Oh. So, Draki, warte mal. Es ist doch jetzt später Abend. Wir können ja jetzt bestimmt einen Exotenhändler von Alia Kompakt anfordern. Hier, Freunde, hier. Wir bräuchten mal einen Händler exotischer Güter. Matt ist einverstanden. Jo, schönen Tag noch. Ruf der Kolonie. Warte mal, kann ich mich hier eigentlich nicht mal... Sprecher bedankt sich. Frag mich übrigens, wie das übertragen wird, das Dings. Neutral? Oder was? Ich habe so viel Silber. Okay, mehr als 100 geht nicht. Da habe ich gerade Geld verschwendet. Na gut. Wie viel Silber habe ich jetzt noch übrig? 13.800. Ja. Oh. 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 Die Schützerbatterien hier oben sind auch noch an. Da muss ich mal kurz jemanden rausschicken hier. Drack hier zum Beispiel. Für einen Dreck, das hat gerade keine Priorität. Machen wir lieber die Schütze. A host has connected to the Holofeed. Kuku mit 22 Viewern, oje. Das sieht man schon, ich werde unbeliebt. Der Kuku hat der Doppelte meiner Zuschauer. Oh, nicht schlecht für ihn, ne? Hallo, Zuschauer von Kuku. So. Drakir, würdest du bitte dieses Ding da ausschalten? Hä, okay, das ist aus. Ne, ist es nicht. Strom aus und das Ding ist Strom an. Ja. Das würde ich gerne ausschalten. Danke, bitte. Achso, Fabian macht das schon. Wozu ist denn Fabian? Ja, der ist halt 1000 Meter weiter weg. Aber Hauptsache, ich kann das Drakir nicht befehlen, der 3 Meter dran steht. Das ist so eine Frechheit! Da! Ich glaube ja, dass ich einfach nicht genug Geduld für Rimworld habe, wenn man diesen scheiß Micromanagement bin. Ich denke, na, ja, hier, schnell klicken, dann passt das schon. So, eigentlich müsste ich. Warum habe ich jetzt immer Stromprobleme eigentlich? Ich habe doch ja nicht so viele Verbraucher hinzugefügt. Ich habe doch ja nicht nur. Der Schützsturmstand hier unten ist alle. Ist aus. Kältewelle? Oder was? Wieso verbrauche ich auf einmal mehr Strom? Oder ist hier hat hier irgendein Generator sich ausgesetzt? Nö, die hängen auch noch alle dran. Hier oben hat es die Leitung noch zerrissen, aber das ist ja auch kein Problem. Der Generator läuft. Eigentlich läuft hier alles. Mein Strom ist nicht weniger geworden. Und trotzdem gibt mir jetzt die Energie aus. Ich meine, jetzt wo die Schützturmbatterien. Ist das wirklich nur unbeliebt? Hallo, Gogo. Das ist wirklich dieser eine Turm hier. Na gut, der braucht 1000 Strom alleine, ne? Aber andererseits. Na gut, die Schützturmbatterie da oben und auch oben drauf. Wenn hier jeder Turm verbraucht hier 350 Watt. Die Military Grade Tools brauchen auch nochmal 400. Das sind ja alleine schon 1600. Nochmal 700, 1400. Das sind 3000 Watt, die das Ding verbraucht. Na gut. Und ich habe ein 400... Oh, oder nicht das Prinzip, das ist der Stromverbrauch, habe ich mir doppelt. Okay, ich brauche mehr Strom. Hilft ja alles nichts. Hallo Markus, jetzt ist die große Frage. Wo kriege ich mehr Strom her? Wo kriege ich einen Tierzüchter? Das ist ja nicht viel größer, ob ich mal einen Piratenhändler bestellen soll. Definiert das Spiel ja nicht irgendwo, was ein Piratenhändler ist? Ist das ein Sklavenhändler, wo ich Leute abkaufen kann? Weil ich bräuchte eigentlich mal dringend jemanden noch. Ach, da unten war noch eine... Das Problem an dem... Naja, jetzt habe ich natürlich... Das Problem ist, wenn ich mir den Strom hier holen will... Erstmal habe ich hier gerade einen wunderschönen Graben drüber gezogen. Andererseits eigentlich...
Er hat jetzt diesen total tollen OP-Schutzraum. Und von unten bewacht er eigentlich das Ding hier. Das heißt, es gibt hier einen ganz kleinen Korridor, wo man durch kann. Das wird, wenn jetzt das der Generator vorsteht. Ach komm, ich hole mir den Strom. Zack. Plasterwände? Plasterwände. Kostet ja nix. Kostet wirklich nix. Ist extrem billig, ein Plaster zu bauen, ne? Kann ich durch den Graben Stromkabel verlegen? Ja. Da sieht man von der Mod, hat das nicht besonders gut implementiert in der ganzen Geschichte. So. Wenn jetzt die Leute massiv daneben schießen, beim Versuch, meinen Graben, meine Geschütze kaputt zu machen, müsste eigentlich das Ding gut sicher sein, wenn es da so steht. Doch, das sieht gut aus. So, dann haben wir auf jeden Fall wieder... Wie viel Prozent sind denn hier? 1000? 3000? 3600? Das ist eigentlich so viel. Sonnenfinsternis? Ah, jetzt ist das berühmte Sonnenfinsternis in einer anderen Kolonie, die 5 Meter weiter weg ist. Ja, hier ist auch hell. Sonnenfinsternis. Hell. Sonnenfinsternis. Na gut, das Gute könnte sein, dass ja... dass sich der Mond genau so davor schiebt, ist. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das passiert nicht. Ha. Ich brauche noch Ressourcen dafür. 400 Stahl, 8 Bauteile. Ja, doch, die habe ich noch. Warum habe ich ja nicht nur 16 Uran? Ich habe doch vorhin bei den einen Händler, Louis, habe ich doch Uran eingekauft. Was ist noch raus geworden? Was musst du, Fabian? Was hat denn Fabian? Fabian, du kannst irgendwie mal aufhören, hier Kunst herzustellen. Das ist, glaube ich, mittlerweile ziemlicher Quatsch. Weil wir haben so viel Kunst und... Also, der kann den ganzen Tag nichts machen. Meine Ehefrau Varbus starb. Oh, das ist der Grund. Das stimmt, Varbus war ja mit irgendjemandem verheiratet. Ja, ja. Die Frage, die sie mir trotzdem stellt, warum hat hier noch keiner die Lampe, das Zeug oder generell irgendwas gebaut, um diesen Raum hier wieder wohnlich zu machen? Also vor allem die Stromkabel nicht. Die wären ja viel wichtiger. Aber bis dahin müssen die Leute hier halt oben in ihren Behelfsquartieren schlafen. Das ist halt irgendwie uncool. Muss ich nicht verstehen, oder? Kann man hier. Hat verschiedene. Geysir. Geothermie, ja. Halt kommt nicht richtig gut ran an das Ding. Bin ich ja mal sehr gespannt, wie das Experiment hier klappt. Ach, hier mein gekauftes Lama. Euer Alpaka. So, wie viel können die jetzt transportieren, die Viecher? Aber kann jemand trainieren, immerhin. Immerhin. So, muss ich vielleicht, Fabian. Nahrung benötigt. Wie viel Nahrung habe ich denn hier eigentlich noch? 33. Irgendwie mit der Nahrung ist auch eher so eine mittelmäßige Geschichte hier. Was ist denn hier nicht noch? Schocklanze? Was macht das Ding gleich? Nerf-Artefakt, dass eine psychische Störung auf einen Charakter verschießt und dieser eine Zeit lang einen typischen Schockzustand versetzt. Hohes Risiko, das Gehirn zu beschädigen. Doll. Ist jetzt nicht so die Waffe, die ich jetzt. Schmetterklinge, die könnte ich noch einbauen. Ist nicht so die Waffe, die ich jetzt so in nächster Zeit einsetzen möchte eigentlich. Kettewelle? Das ist so ewig her, oder? Das ist die ich. Die vor Jahrhunderten, wollen wir mal. Reicht jetzt, wenn wir hier so ein Pemikan rumliegen? 511 Pemikan? Freunde? Wo habe ich denn so viel Dorfflash her? Ich hab das nicht gekauft. Warte mal. Produziert der. Ach so, der produziert. Produziere X mal. Nee, bis du X hast. Ich hab das Ding irgendwie verklickt und hab dann da. Hab wahrscheinlich die 150, die da immer mal drin waren. Kein Wunder, dass meine andere Nahrung so low ist. Wenn man die falschen Aufträge gibt. Da erklärt natürlich so einiges. Wenn ich da nicht eingeben kann. Jammer. Oh, Überfall. Wo? Das ist ein extrem ungünstiger Winkel. Vor allen Dingen vier Raupen. Na denn. Ernest, guck dir doch bitte mal diesen wunderschönen Stahlmörser an. Greifen die sofort an oder stehen die noch doof rum? Wo will das hier hin? Greift Plaster Vulkan-Cannon im Nahkampf an. Na denn, Wer liegt denn hier am nächsten dran, ne? Fabian. Der das Ding hier an.
Energie habe ich? Oha. Das könnte tatsächlich noch kritisch werden hier. So, Geschoss geladen. Feuerbereit in... Keiner zum Angriff bereit. Ich bin mal gespannt. Der erste Mörserschuss muss eigentlich die Raupen günstig treffen. Das wird hier ein Problem. So.